Grüß Gott, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Arbeitssitzung zur Impfstoffverteilung in der Europäischen Union. Am Wort ist nun Bundeskanzler Sebastian Kurz. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf meine Amtskollegen hier in Wien ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute über das Thema der Impfstoffverteilung innerhalb der Europäischen Union gesprochen. Kommen wir zu den Fragen. Stefan Wospernik-Apper. Sie und Ihre beiden Kollegen aus der Europäischen Volkspartei, die hier heute stehen, nachdem der Herr Orban die Partei verlassen hat. Die ungarische Regierungspartei Fidesz von Viktor Orban verlässt endgültig die EVP, die christlich-demokratische Fraktion im Europäischen Parlament, zu der auch die ÖVP gehört. Zuvor hatte die EVP nach langen Auseinandersetzungen mit der Fidesz über die Rechtsstaatlichkeit mit großer Mehrheit ihre Statuten so geändert, dass ganze Fraktionen ausgeschlossen werden können. Von den österreichischen Abgeordneten hatte nur Ottmar Karas dafür gestimmt. Wie stehen Sie drei zur Europäischen Volkspartei? Können Sie sich vorstellen, dass Sie sich einer starken Rechtsfraktion, die von Herrn Orban gegründet wird, anschließen? Also Ihre zweite Frage überrascht mich, weil ich glaube, Sie kennen die Antwort. Wir sind Teil der Europäischen Volkspartei. Aber ich verstehe auch nicht, was das Thema da heute unbedingt verloren hat. Und insofern, nein, für uns ändert sich gar nichts, das ist ja wohl klar. Frau Hilpert vom ZDF. Herr Bundeskanzler Kurz, die Presse hier ist ja frei. Bin ich froh zu sagen, kann deshalb Fragen stellen, auch nach Orban und der EVP. Und deswegen würde ich gerne nachhaken bei der APA-Frage. Sprechen Sie mit Ihrem Amtskollegen Borisov und Janša auch über solche Themen wie Pressefreiheit, den Rechtsstaatsmechanismus und was das für eine Mitgliedschaft in der EVP bedeuten kann? Ich darf vielleicht mit Ihrer ersten Frage beginnen. Ja, wir sprechen immer wieder als Regierungschefs über die unterschiedlichsten Themen im Rat, aber natürlich auch abseits des Rates und selbstverständlich auch bei bilateralen Themen. Ich habe nur vorher bei der Beantwortung der Frage versucht, ein Stück weit wieder zum Thema zurückzukommen. Und es geht heute nicht um die Europäische Volkspartei. Neben mir steht ein Kollege, der sich wahrscheinlich wundert, wenn hier über die Europäische Volkspartei gesprochen wird, weil mit der hat er überhaupt nichts zu tun, wenn ich in die Slowakei blicke. Ein Land, das hier bei der Verteilung der Impfstoffe in Europa ein großes Problem hat. Da geht es auch nicht um die Europäische Volkspartei. Und ich könnte Ihnen eine lange Liste an Staaten aufzählen, die sozusagen hier, glaube ich, sich wünschen, dass es hier eine Veränderung in der Systematik gibt, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit. Herr Bundeskanzler, bevor wir zur Problemlösung kommen, beginnen wir vielleicht letzte Woche. Sie sagen, Sie hätten erst jetzt Mitte März mehr zufällig entdeckt, dass Österreich proportional weniger Impfstoff als andere Länder geliefert bekommt. Wie kann es sein, dass Ihre Regierung über einen der wohl wichtigsten Faktoren in der Pandemiebekämpfung offensichtlich monatelang nicht Bescheid wusste? Das war eine Blackbox, dieses Gremium. Und es war nicht nur für Journalisten schwierig, Informationen zu bekommen, sondern auch die Masse der Regierungschefs war nicht informiert. Für diese Blackbox gab es ja zahlreiche Kontrollmechanismen. Da war das Gesundheitsministerium zuständig. Die europäischen Schlüsselstellen auch in Österreich waren mit eingebunden. Die Mitglieder der Bundesregierung sind die obersten Organe der Bundesverwaltung. Wer ist dafür verantwortlich? Politisch. Der Gesundheitsminister hat mir am Telefon, als ich ihn mit all diesen Fragen konfrontiert habe, glaubhaft vermittelt, dass er diese Informationen von Clemens Martin Auer nicht erhalten hat. Und insofern habe ich keinen Grund, daran zu zweifeln. Und ich würde Sie noch einmal ersuchen. Ich weiß, als Innenpolitikjournalist sieht man alles immer gerne durch die innenpolitische Brille. Aber es muss doch auch Ihnen aufgefallen sein, dass in den letzten Tagen, seitdem wir das am Freitag öffentlich gemacht haben, eine enorme Dynamik in Europa entstanden ist. Es muss Ihnen doch aufgefallen sein, dass in stundenlangen Sitzungen hier nach einer Lösung gesucht wurde. Und es muss Ihnen doch auch aufgefallen sein, Herr Thür, dass wir einer Lösung mittlerweile sehr nahe sind. Das heißt, ich würde es als etwas verkürzt empfinden, so zu tun, als wäre das ein Problem nur im österreichischen Gesundheitsministerium. Und wie er sich schon wieder als Opfer selbst ans Kreuz schlägt, das geht mir mittlerweile so auf die Nerven. Und dass alle da noch mitspielen, dass wir alle noch zu diesen Hintergrundgesprächen überhaupt hinkriegen. Wenn Politiker sogenannte Hintergrundgespräche mit Journalisten führen, dann dürfen die Teilnehmer darüber nicht berichten.
Dementsprechend hat auch kein Medium über ein Abendessen von Kanzler Kurz vor 2 Wochen mit zahlreichen leitenden Redakteuren geschrieben, das off the records war, wie das in der Fachsprache heißt. Aber mehrere Teilnehmer haben nun dem Wochenmagazin Falter erzählt, wie überraschend heftig sich der Kanzler damals über die Wiener Korruptionsstaatsanwaltschaft empört hat, die in der Casinos-Affäre auch gegen den ehemaligen ÖVP-Finanzminister Löger ermittelt. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft sei eine Art rotes Netzwerk, das politische Gegner verfolge, hat Kurz sinngemäß gesagt, wie Teilnehmer auch der ZIP2 gegenüber bestätigt haben. Die Opposition zeigt sich davon alarmiert, die Staatsanwälte sind entrüstet. Hier in der Politischen Akademie der ÖVP in Wien-Meidling hat das Gespräch stattgefunden. Teilnehmer berichten, dass sich Bundeskanzler Sebastian Kurz richtiggehend in Rage geredet habe. Thema die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die in der Casinos-Affäre auch Parteifreunde des Kanzlers als Beschuldigte führt. Kurz sprach demnach von einem Netzwerk roter Staatsanwälte, die mit Vorliebe schwarze Politiker aufgrund anonymer Anzeigen verfolgten und Akten nach außen spielten. Und Ex-Finanzminister Löger werde wegen seines mittlerweile legendären Emojis völlig unverhältnismäßig wie ein Verbrecher verfolgt, wird Kurz weiter zitiert. Haben Sie von roten Netzwerken gesprochen, die einseitig ermitteln in Richtung ÖVP? Na, das habe ich so nicht formuliert, aber dass es immer wieder im öffentlichen Dienst politische Parteien gibt, die versuchen auch Personen, die ihnen nahestehen, in Führungsfunktionen zu bringen. Das ist ja, glaube ich, in der österreichischen Verwaltung immer mal wieder schon vorgekommen und in anderen Ländern auch. Also sagen Sie damit indirekt, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft einseitig ermittelt? Nein, das sage ich nicht, sonst hätte ich Ihnen das gerade so gesagt. Hintergrundgespräche sind ein Missbrauch der Presse. Der soll ja Pressekonferenz machen oder Presse immer wieder. Das haben wir verstanden. Eine Seltsamkeit gibt es natürlich trotzdem. Also das muss man schon ansprechen. Da geht ein Journalist her und schreibt nicht einfach eine Geschichte, wie man es macht, im eigenen Medium, sondern rennt zur Staatsanwaltschaft, beschuldigt dort den Bundeskanzler. Kann man sich fragen, warum macht er das? Na, wahrscheinlich deswegen, damit er dann sagen kann, die Staatsanwaltschaft ermittelt und er dann selbst noch profitiert von den Ermittlungen, die die Staatsanwaltschaft dann setzt, sofern was dran ist. Also das ist schon eine Methode. Na, Moment. Das ist jetzt ein schwerer Vorwurf. Das hat er nicht gemacht. Herr Wallach, am Dienstag hat der Bundeskanzler Sebastian Kurz zu einem Hintergrundgespräch geladen und sich dort eben über Dirty Campaigning von zackzack.at beschwert. Um welche Vorwürfe geht es denn da jetzt konkret? Der Kanzler sagt, ich hätte ihn bei der Staatsanwaltschaft angezeigt oder jedenfalls beschuldigt. Er hätte einen Gratisurlaub bei seiner Freundin Gabriela Spiegelfeld verbracht. Das hat aber überhaupt nie jemand gesagt, außer dem Kanzler selbst. Ich habe zu einem völlig anderen Thema recherchiert, nämlich zu Frühstückstreffen, die Frau Spiegelfeld für Kurz abgehalten hat. Und bei einigen dieser Frühstückstreffen war Harald Neumann, also der CEO von Novomatic, mit dabei. Darum ging es bei meiner Recherche. Den entsprechenden Artikel habe ich Mitte Februar veröffentlicht und danach die Staatsanwaltschaft darauf aufmerksam gemacht, die genau in dieser Sache ermittelt, also keine Rede von einer Anzeige und um irgendeinen Urlaub ging es schon gar nicht. 2 Tage später hat mich die Staatsanwaltschaft dann als Zeuge vorgeladen und ich habe im Wesentlichen nochmal beschrieben, was der Hintergrund der Recherche war. Man muss jetzt fair bleiben. Herr Wallach hat einen Hinweis bekommen, dass eine Lobbyistin den Kurz eingeladen hat und hat, bevor er die Geschichte geschrieben hat, diesen Hinweis der Behörde gemeldet. Ja. Jetzt kann man, ich würde das nicht machen, ich würde das publizieren, aber es kann natürlich auch sein, dass man ihm rät, zuerst die Behörde zu informieren, dass Beweise möglicherweise nicht vernichtet werden. Er hat nicht die Geschichte geschrieben, es liegt die Staatsanwaltschaft ermittelt, sondern er hat einmal recherchiert. Na, hat er nicht, genau. Nicht behauptet. Und der Kurz hat das aber so gedreht, dass er gesagt hat, das ist nach Bildsmanier, er zeigt an, um dann über die Anzeige zu berichten. Das hat er aber noch nicht getan zu dem Zeitpunkt und wir wissen auch nicht, ob er es getan hätte. Ähnlich, aber trotzdem ist es seltsam. Würdest du das machen? Du hast eine Geschichte und rennst zur Staatsanwaltschaft. Also ich habe einen Hinweis bekommen, dass die Firma Reiswolf über einen unbekannten Menschen 5 Festplatten aus dem Bundeskanzleramt geschreddert hat. Und um mich zu vergewissern, ob diese Geschichte stimmt, habe ich einem Mitarbeiter dieser Firma gesagt, wenn diese Geschichte stimmt, dann werdet ihr sie ja wohl angezeigt haben. Und habe gewartet, bis diese Firma eine Anzeige erstattet hat. Weil daraus entstanden ist die allenbekannte Schredder-Affäre. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass wenn man einen schweren Vorwurf hat, sagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt instrumentalisiert werde als Journalist, sind Sie eigentlich schon zu den Behörden mit diesem Vorwurf gegangen. Ja? Weil wenn Sie das mir so erzählen, und das ist so ein Riesenskandal, dann
möchte mal bestätigen, dass Sie das den Behörden auch erzählen. Übermorgen Freitag wird Gernot Montblümel von der Korruptionsstaatsanwaltschaft einvernommen. Er freue sich darauf, die falschen Vorwürfe gegen ihn auszuräumen, sagt der Finanzminister, gegen den ja wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit ermittelt wird. Seine Partei, die ÖVP, kritisiert deswegen ja nicht nur die Staatsanwälte. Sie will jetzt auch die Medienberichterstattung über Ermittlungen beschränken. Die Journalistengewerkschaft ist entsetzt. Die Rechtsanwaltskammer warnt vor einem medialen Maulkorb. Und auch der Koalitionspartner ist skeptisch. Seit der Hausdurchsuchung bei ÖVP-Finanzminister Blümel legt die ÖVP fast täglich neue Gesetzespläne vor. Heute trifft es auch die Medien. Ihnen soll verboten werden, aus Ermittlungsakten zu zitieren, fordert die ÖVP. Derzeit ist das legal möglich. Anwälte dürfen Akten weitergeben und Medien dürfen daraus zitieren. Also zum Beispiel Zitate aus Chatverläufen von Finanzministern mit Glücksspielmanagern. Die ÖVP will nun, wie sie sagt, vor allem die Rechte der Verfahrensbeteiligten stärken, soll heißen, dass bei einem nicht öffentlichen Ermittlungsverfahren alles getan wird, dass man nicht Leaks hat, die dann in den Medien sind, bevor vielleicht der Justizminister oder die Verfahrensbeteiligten selbst davon erfahren, dass sie beteiligt sind. Jetzt sage ich als Justizministerin, ich muss und ich sollte als politische Figur nicht darüber informiert werden, ob jetzt eine Hausdurchsuchung vielleicht bei meinem Kollegen stattfinden wird oder bei anderen namhaften Personen stattfinden wird. Und deswegen haben wir uns auch von dieser Dreitagesberichtspflicht verabschiedet. Hier gibt es zum Beispiel ein Modell in Deutschland, das besagt, dass man erst dann in den Medien darüber berichten darf, wenn es in einem öffentlichen Verfahren vorgekommen ist. Im Ermittlungsverfahren, und das war das Stadium, von dem wir jetzt in der letzten Zeit auch immer gesprochen haben, ist es nicht öffentlich zu führen. Nur über Ermittlungsverfahren dürfen Journalistinnen und Journalisten natürlich auch in Deutschland berichten, jedoch mit einer Einschränkung. Das Ziel des deutschen Gesetzes ist es nicht, die Berichterstattung über ein bestimmtes Ermittlungsverfahren zu verhindern, sondern das Ziel des Gesetzes ist es, das wörtliche Zitat zu untersagen, insbesondere und ausschließlich deshalb, weil Zeugen und Schöffen nicht beeinflusst werden sollen. Aber das Berichten über den Inhalt eines bestimmten Ermittlungsverfahrens, das ist selbstverständlich legitim und statthaft. Es ist auffällig, dass gerade jetzt einerseits die Justiz massiv kritisiert wird und auch die Medien. Sei es ein Ablenkungsmanöver, sei es wirklich der Versuch, hier zu behindern, dass Enthüllungsjournalismus gemacht wird. Wir müssen schon sagen, viele Geschichten und viele Aufdeckungen der letzten Jahre wären nicht möglich gewesen, wenn es so ein Verbot geben würde. Pauschale Attacken gegen die Unabhängigkeit der Justiz oder pauschale Attacken gegen die Staatsanwaltschaft als solche vor dem Hintergrund der klamourösen Fälle oder öffentlich debattierte Hausdurchsuchungen möchte ich aber schon zurückweisen, weil die Staatsanwaltschaft basierend auf Gesetzen arbeitet, unabhängig vom Ansehen der Person. Und das möchte ich als Justizministerin gewährleisten und das werde ich auch gewährleisten. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Politiker mit Spitzenvertretern der Wirtschaft zusammentreffen. Fragen Sie mal den Herrn Bürgermeister da oder den Herrn Landeshauptmann, ob er regelmäßig Kontakt mit Spitzenvertretern aus der Wirtschaft hat. Alle werden Ihnen das bejahen. Und ja, selbstverständlich habe ich in all meinen Funktionen immer wieder auch Spitzenvertreter der Wirtschaft getroffen. Unzählige Male in unterschiedlichen Formaten und Konstellationen. Das ist Teil meines Jobs. Was ich mir nicht vorwerfen lasse, sind strafrechtlich relevante Handlungen. Und was hier versucht wird, kommt mir etwas perfide vor, nämlich dass Veranstaltungen, wo mehrere Menschen anwesend waren, Gesprächsrunden im größeren Kreis, dass die so dargestellt werden, als wären es intime Verschwörungsrunden oder geheime Absprachen im Vier-Augen-Gespräch. Das ist eine unredliche Form der Darstellung und in einem Fall ganz besonders interessant, nämlich die Verwechslung, wo, ich weiß nicht, ob die Dame Martina oder Barbara kurz heißt, ich kenne sie nicht, sie ist auch nicht mit mir verwandt, aber anscheinend mit mir verwechselt wurde. Der Rechtsstaat sichert uns die Grundrechte, sichert uns die Menschenrechte und schützt uns vor willkürlichem Handeln des Staates. Und diese verbindliche Kraft des Rechts tritt an die Willkür und die Gewalt der Herrschenden und des Staates. Und daher ist eben unsere unabhängige Justiz so wichtig. Und daher ist unsere unabhängige Justiz ein Garant dafür, dass unser demokratisch geschaffener Rechtsrahmen eingehalten, kontrolliert
und auch umgesetzt wird. Öffentlich hat Ihre Regierung, nämlich die türkis-blaue Regierung, immer beteuert, dass es keine Privatisierungen geben soll. Aber in den letzten Wochen wurde im Ibiza-Untersuchungsausschuss immer wieder bekannt, dass es gleich mehrere Geheimprojekte zur Teilprivatisierung staatlicher Betriebe gegeben hat. Das Bundesrechenzentrum etwa sollte zur Post wandern. Der profitable Teil der Bundesimmobiliengesellschaft sollte an die Börse gebracht werden. Warum hat Ihre Regierung öffentlich das eine gesagt und dann im Geheimen solche Projekte vorbereitet? Also mir gefällt die Art der Darstellung nicht, Herr Thür, dass Sie das als Geheimprojekte bezeichnen. Ich halte das für ehrlich gesagt etwas unredlich. Das ist der Stil, den wir aus dem Untersuchungsausschuss kennen, dass alles skandalisiert wird, immer so nach dem Motto, irgendetwas wird schon bicken bleiben. Wovon wir hier reden ist, dass es im Finanzministerium anscheinend, ich war in das im Detail nicht eingebunden, Überlegungen gegeben hat, ständig welche Effizienzsteigerungen man durchführen könnte durch eine Zusammenarbeit der Post, die ja auch im Teil Staatseigentum steht und dem Bundesrechenzentrum und anscheinend andere Überlegungen auch. Und wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, dann halte ich das eigentlich für selbstverständlich, dass das zuständige Finanzministerium sich regelmäßig Überlegungen macht, was eine Effizienzsteigerung bringen könnte, wie viel der Staat durch Privatisierungen einnehmen könnte, ob es Beteiligungen gibt, wo man den Staatsanteil vielleicht erhöhen sollte. Das ist alles andere als unredlich. Die OMV zum Beispiel hat gerade groß eingekauft bei der Borealis in den letzten Wochen. Das war überhaupt kein Skandal. Jetzt unter dieser türkis-grünen Regierung ist kaum politisch oder medial thematisiert worden, ist auch nichts, was ein Bundeskanzler entscheidet. Aber dass solche Überlegungen gibt, das ist nichts Unredliches. Zu mir sind die nie groß durchgedrungen. Vielleicht hat es einmal jemand am Rande erwähnt. Entschieden haben wir uns sichtlich nicht dafür. Und vielleicht wäre es gut gewesen, wenn wir es gemacht hätten. Ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nicht groß mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht sollte ich es machen. Aber ganz so ist es nicht. Sie sagen, es war kein Geheimprojekt. Es hatte den Geheimnamen Projekt Edelstein. Ein Mitarbeiter aus Ihrem Kabinett war mit eingebunden in diese Überlegungen. Das hat uns das BKA bestätigt. Und vor allem die Frage ist ja, in den Erläuterungen zu dieser neuen ÖBAG, zu dieser Staatsholding, zu dem Gesetz, das diese ÖBAG gegründet hat, findet sich der Satz, die Beteiligungen der ÖBAG stehen grundsätzlich nicht zur Privatisierung an. Sie haben die Öffentlichkeit davon informiert, dass es keine Privatisierungen geben soll und haben dennoch an solchen gearbeitet. Warum? Also noch einmal, Herr Thür, wir haben keine Privatisierungen durchgeführt. Aber warum bereitet man Privatisierungen vor, wenn man sie nicht durchführen will? Na, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos, dass das ein Thema ist. Ich hoffe doch, dass das Finanzministerium, das zuständig ist für die Beteiligungen der Republik, wo es um sehr, sehr viel Geld geht, wo es um die Frage geht, wie viel Renditen bekommen wir jedes Jahr, wie profitieren die Steuerzahler von unseren Beteiligungen, oder wo ist es notwendig, andere Entscheidungen zu treffen, dass die sich Gedanken machen, das halte ich für absolut legitim. Wenn die das Bundeskanzleramt dabei einbinden, dann bin ich froh darüber. Und wenn es einen Vorschlag des Finanzministeriums gegeben hätte, das zu tun, dann nehme ich an, dass der an mich herangetragen worden wäre. Und dann hätten wir das in der Regierung besprochen. Und wenn wir uns dazu entschieden hätten, dann hätten wir das beschlossen, die Öffentlichkeit informiert. Und dann gibt es eine politische Debatte dazu. Das ist ja etwas ganz Normales. Bitte tun Sie nicht so, als wäre das etwas Anrüchiges. Es ist auch, glaube ich, nichts Anrüchiges, dass die OMV gerade Borealis gekauft hat, oder? Ich lade alle Wählerinnen und Wähler auch ein, uns hier zu unterstützen, denn diese Wahl ist genauso entscheidend wie die Frage, wie die Verhältnisse in Österreich in Zukunft sein werden. Vielen Dank. Wann dürfen wir denn endlich Fragen stellen? Auch der Zeitungsmarkt in Österreich ist in Aufruhr, seit der Tiroler Immobilienmilliardär Reni Benko ins Zeitungsgeschäft eingestiegen ist. Er gilt als Unterstützer von Bundeskanzler Sebastian Kurz und hat vergangenes Jahr überraschend etwa 25% am Kurier und an der auflagenstarken Kronenzeitung erworben. Viel dramatischer die Situation der Pressefreiheit in Ungarn. Seit Viktor Orban und seine rechtsnationale Fidesz-Partei die Macht übernommen haben, wurden regierungskritische Medien, wie zum Beispiel die Zeitung Nepszabadczak, einfach geschlossen. Und sonst? Was sonst? Hugo Portisch hat mit seinen Analysen ganze Generationen begleitet
und auf seine unnachahmliche Art informiert. Vom Berichterstatter ist er schließlich selbst zum Teil der Geschichte geworden. Etwa als er 1991 gefragt worden ist, ob er Bundespräsident werden wolle, aber abgelehnt hat. Nur der Journalist ist frei. Merken Sie sich das. Nur Journalismus ist das, wo man wirklich die volle Freiheit und die volle Verantwortung auch, die die Freiheit mit sich bringt, so genießen kann.